Bisbos. Herzlich willkommen. Dankeschön. Es gibt Tage, da stehe ich morgens auf, werfe einen Blick in die Zeit und dann muss ich mich erst mal wieder hinsetzen. Wussten Sie, dass Hausärzte in Nordrhein-Westfalen für 3,99 Euro in der Stunde arbeiten gehen? Ich nicht. Aber hier ist der Beweis, in meiner Zeitung. Ein Bild von der letzten großen Ärzte-Demo in Essen vor 3 Wochen. Wer es nicht sehen kann, da ist ein Hausarzt, der läuft mit so einem großen Holzkreuz rum, da steht drauf, Hausarzt gleich 3,99 Euro die Stunde, ich werde Politiker. Und wenn man den Artikel dann liest, erfährt man, dass die Honorare der Hausärzte seit 2007 noch um 10% gestiegen sind. Das heißt, die haben vorher für noch weniger gearbeitet. Das sind natürlich unhaltbare Zustände, das wissen wir alle. Aber deswegen gleich eine Demo. Ich meine, stellen Sie mal vor, hier würde jeder demonstrieren, der für 4 Euro die Stunde arbeiten gehen muss. Wo kommen wir denn da hin? Überhaupt nirgendwo hin mehr, weil alle Straßen verstopft sind. Ja, das Jobwunder, das wir haben, das findet doch im Niedriglohnsektor statt, oder? Wir haben doch dank des Jobwunders nur noch 3 Millionen Arbeitslose. Wir haben 6,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger und nur 3 Millionen Arbeitslose. Der Rest kriegt das Geld einfach nur so, für Spaß. Oder er ist Aufstocker. Aufstocker kennen Sie? Aufstocker heißt, Sie haben eine volle Stelle, verdienen aber so wenig Geld, dass Ihr Gehalt noch auf Hartz-IV-Niveau aufgestockt werden muss. Also wenn Sie jetzt mal als Hausarzt für 3,99 Euro die Stunde arbeiten gehen, Sie arbeiten 40 Stunden der Woche, haben Sie ja 640 Euro im Monat. Und das wird dann auf die 700 Euro Hartz IV aufgestockt. Das ist dann Arzt IV quasi. Hartz IV ist ja so negativ besetzt inzwischen. Das Wort hat einen negativen Beigeschmack und inzwischen wollen sie es umbenennen. Die von der Leyen hat ja gesagt, sie sucht einen neuen Begriff, die suchen ernsthaft. Wahrscheinlich kriegen die Leute demnächst Uschi 2. Dann haben wir Arbeiter, Leiharbeiter und von der Leiharbeiter. Ich meine, man könnte auch andere Worte ersetzen. Arbeitslos, auch so ein Wort, das finde ich sehr unsympathisch. Das klingt auch so endgültig. Arbeitslos würde ein Amerikaner nie sagen. Ein Amerikaner würde immer sagen, I'm between jobs. Das klingt viel optimistischer. Der ist zwischen 2 Jobs. Warum sagen Sie nicht statt arbeitslos, ich mache Arbeitspause? Und das Arbeitslosengeld nennen wir dann Pausenbrot. Aber dass die Ärzte als Aufstocker arbeiten, das hat mich schon erschüttert. Wobei, dann habe ich wieder überlegt, 3,99 Euro Stunde, so wenig ist das auch wieder nicht. Sie kennen doch den Thilo Sarrazin, oder? Der hat ja, bevor er die Beschimpfung der Muslime als Geldquelle entdeckt hat, immer auf den Hartz-IV-Empfängern rumgehackt. Der Sarrazin hat als Finanzleiter von Berlin mal einen Selbstversuch gemacht und hat herausgefunden, dass man sich für 3,73 Euro am Tag ausgewogen und wertstoffreich ernähren kann. Für den Hausarzt heißt das, von einer Stunde Arbeit am Tag kann der sich ausgewogen und wertstoffreich ernähren. Ich habe den Artikel dann ganz zu Ende gelesen und am Schluss war ich wirklich mit den Nerven runter. Da steht am Schluss nämlich drin, die Krankenkassen behaupten, dass die Hausärzte nach Abzug aller Kosten für die Praxis im Durchschnitt 10.000 Euro brutto im Monat haben. Bei 3,99 Euro Stundenlohn. Das heißt, dieser Mann geht 2.500 Stunden im Monat arbeiten. So möchte ich auch nicht leben. Da kommen Sie mit einer 40 Stunden Woche nicht weit. Das sind 80 Stunden. Am Tag. So sieht der aus. Der arbeitet 80 Stunden am Tag. Wie er mit so einer Rechenschwäche einen Studienplatz in Medizin kriegt, das ist natürlich, das ist eine andere Sache. Vieles habe ich ja verstanden, seitdem ich weiß, dass der Sarrazin der Sohn von einem Arzt ist. Ja, sehen Sie das Aufwachsen in so einem entbehrungsreichen Haushalt, wo rund um die Uhr gearbeitet wird, da kann man manche Sprüche von dem Sarrazin auch viel besser nachvollziehen. Ja, zum Beispiel das mit dem kalt duschen. Können Sie sich erinnern, wie er den Hartz-IV-Empfängern empfohlen hat, sie sollen kalt duschen, wenn sie kein Geld für heißes Wasser haben? Wörtlich Sarrazin, Warmduscher haben es noch nie weit gebracht. Ja, das sind die Lehren eines Mannes, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist.
man hätte den Sarrazin nicht entlassen sollen. Der hätte bei der Bundesbank bleiben. Jetzt hat er noch mehr Zeit, Bücher zu schreiben. Das ist doch ein Elend. Und das wird da immer alles abgedruckt. Die Zeitungen sind doch froh, wenn sie sowas drucken können. Die Zeitungen wissen überhaupt nicht, was sie schreiben sollen. Dann alles voller Prognosen. Die drucken dann zwischen den letzten Unsinn. Hier, Konjunkturprognosen. Das ist doch zweimal im Jahr. Kennst du doch. Kommen die Frühjahrsweisen und die Herbstzeitlosen. Das ist zweimal im Jahr. Seit 40 Jahren. 80 Prognosen in 40 Jahren. Die haben noch nicht einmal gestimmt, die Prognosen. In 80 Versuchen kein Treffer. Selbst wenn die das auswürfeln würden, müsste doch irgendwann mal die richtige Zahl dabei rumkommen. Spätestens in dem Jahr, in dem Schalke Meister wird. Die machen die Leute verrückt mit den Prognosen. Dann jammern sie über die Rentenlücke. Und dann wundern sich, wenn die Menschen alle immer dicker werden. Hören Sie, wenn Sie einem Menschen von morgens bis abends erzählen, dass er in 30 Jahren keine Rente haben wird, dann futtert er sich instinktiv ein Polster an, von dem er später mal zehren kann. Das ist nun mal so. Und da kommt direkt die nächste Prognose, dann können Sie da lesen, ja, in 80 Jahren werden 80% der Bundesbevölkerung werden schwerst übergewichtig sein. Ja, dann stopfen wir halt die Rentenlücke mit den Dicken. Heile, heile Mäusespeck. In 100 Jahren ist alles weg. Die Deutschen sowieso. Der Sarrazin hat doch gesagt, in 100 Jahren gibt es hier nur noch Moslems. Haben Sie doch auch gelesen, oder? Ja, in 100 Jahren. Weil die Deutschen sterben da aus. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems halt. In 100 Jahren nur noch Moslems. Beunruhigt Sie das? Mich entspannt das total. Seitdem ich das weiß, mache ich mir keine Sorgen mehr um Umwelt, Atommüll, ist mir alles scheißegal. Da sollen sich doch in 100 Jahren die Moslems drum kümmern. Nach uns die Sintflut. Man kann auch sagen, durch uns die Sintflut. Denn andere Experten sagen ja, wenn wir unsere Lebensweise nicht radikal umstellen mit unserem riesigen Energieverbrauch, wenn wir das nicht endlich ändern, dann wird der Meeresspiegel derart steigen, da gibt es auch Prognosen, in 100 Jahren sind weite Teile von Deutschland unter Wasser. Und jetzt fasse ich die Prognosen mal kurz zusammen. Wie sieht Deutschland in 100 Jahren aus? Überall Moscheen und die stehen unter Wasser. Die übrig gebliebenen Deutschen haben vorgesorgt, Fett schwimmt oben. Und die Moslems, die werden dann vielleicht ins Grübeln kommen, ob es vielleicht doch ein Fehler war, die Töchter vom Schwimmunterricht abzumelden. Das war der Hammer, meine Damen und Herren.